Ja, schönen guten Abend. Hier herzlich willkommen zu unserer kleinen Diskussionsrunde Does Streaming Kill the Video Star? Wir unterhalten uns über den Sinn und Zweck von Musikvideos. Mein Name ist Maurice Summ, ich bin Labelbetreiber des Labels Startsakt, habe in den letzten 15 Jahren sehr viel mit Musikvideos zu tun gehabt. Also quasi von der Viva-MTV-Zeit bis hin zum heutigen YouTube und so weiter, also Streaming. Ich freue mich sehr über meine Gäste, zu meiner Linken, Christiane Rösinger, Musikerin, Poetin und ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn man sagt, dass du mit Musikvideos nicht so viel zu anfangen kannst. Ich mache auch seit 90 oder 86 Musik und mich haben Musikvideos eigentlich immer genervt. Also auch früher, dass, als die Zeit war, wo es hieß, es wäre jetzt ganz wichtig, welche zu drehen. Und als man bei einer großen Firma noch 40.000 bis 80.000 D-Mark bekommen hat, hat es mich auch schon genervt. Ich sehe auch keinen Sinn drin, aber ich bin eher eine Frau des Wortes. Und vielleicht bin ich nicht so visuell veranlagt. Das kann durchaus sein. Und ich habe auch nie verstanden, mir hat dann irgendwann vor vielen Jahren jemand erzählt, MySpace wäre jetzt out, aber YouTube wäre das neue Ding. Und dann habe ich gedacht, das ist doch total sinnlos, irgendwelche Videos angucken von irgendwelchen Bands. Und ich mache es jetzt manchmal nur, wenn ich halt was über die Band erfahren will, weil es so schnell geht. Kurz gucken, aber ich finde einfach die meisten Stories blöd. Meistens ist irgendwie ein Typ im Mittelpunkt, der seine dämliche Geschichte erzählt oder irgendwie ausdrücken will, dass er doch empfindsam ist und interessant. Und ja, und ich glaub, man hat mich auch eingeladen, weil ich so anti bin. Ja? Genau, der Applaus kann ruhig. Zu meiner Rechten jemand, der das Mikrofon fällt gleich, Gravitation, das ist gleich Anziehungskraft. Zu meiner Rechten dann Filmemacher, Regisseur und Musiker Dietrich Brüggemann. Jemand, der von Berufswegen sehr viel mit Musikvideos zu tun hat. Jemand, der quasi die Absprung- oder Karrieresprung-Rampe Musikvideos. Absprung. Absprung. Absprung-Rampe, wie auch immer, nutzte, um schlussendlich beim. Du bist ja nicht dann deshalb beim Film gelandet, aber du bist angefangen mit Musikvideos und machst heute auch Langfilme für Kino und Fernsehen. Erzähl doch mal kurz vielleicht. Naja, positionier dich doch jetzt bitte mal. Ja. Ich war auf der Filmhochschule und. Also da muss man ja auch erstmal hin an so eine Filmhochschule, da bewerben sich Hunderte und dann ist man aber auch nur einer von Hunderten und jedes Jahr kommen wieder Hunderte, also jetzt an der eigenen Schule kommen nicht Hunderte, sondern nur 10 jedes Jahr, aber das reicht gerade. Und also da kann man sich ja ausrechnen, wie groß die Chancen sind, als Spielfilmmensch zu irgendwas zu bringen. Und ich fand Musikvideos schon immer toll, also ich bin so in den 90ern nachts vor MTV, VH1, Viva 1, 2, sozialisiert. Und das waren tolle Sachen. Da waren, ich meine, es war natürlich auch jede Menge Schrott und irgendeine blödsinnige Band spielt und dazwischen läuft irgendein blödsinniger Typ durch die Gegend, der lebt irgendeine blödsinnige Geschichte. Aber man kann ja einer Kunstform nicht ihre schlechten Beispiele als zum Strick drehen. Das ist, also will ich ja sagen, Musik ist doof, weil es gibt so viele schlechte Songs. Also ich fand Musikvideos als Kunstform faszinierend und habe dann auch Anschluss gefunden an eine Firma, die damals die ganzen dicken, fetten Sachen gemacht hat, die hießen Doro, die ging dann pleite. Dann Nachfolgefirma habe ich ein bisschen Regieassistenz gemacht bei so wirklich fürchterlich bescheuerten Musikvideos und hatte eigentlich so ein bisschen Regieambitionen und so auch Ambitionen, was Besseres zu machen, hat beides nicht geklappt. Und dafür hat es dann gegen jede Erwartung mit Spielfilm doch irgendwie geklappt. Aber so eine große Liebe zum Musikvideo ist mir erhalten geblieben. Und dann habe ich dann, da war ich nach dieser Zeit bei der Firma so ernüchtert, dass ich lange Jahre kein Musikvideo angefasst habe. Dann ergab sich eher zufällig 2010 so ein Kontakt zu Groundhell van Kleef, habe ich für die ein paar Sachen gemacht und dann die darauffolgenden Jahre recht viel für gar kein Geld halt. Also ja, das ist jetzt aber auch wieder vorbei, jetzt mache ich. Genau, wir müssen auf jeden Fall auch über Geld sprechen, über Musikvideos. Christian hat es gerade schon gesagt, das waren die Zeiten, als mit der Band Lassie Singers damals. Wo war das nochmal, bei welcher Plattenfirma? Sony, also ganz am Anfang hießen sie Columbia, ja. Dann Sony. Und da wurden eben, wie viel, was hast du gesagt, 60.000? 80.000 bei Doro, bei deiner Firma und später dann 40.000. Was mich immer so genervt hat, ist, dass die Bedürfnisse der Band, wenn man was für die Band gebraucht hat, für die Produktion, oder vielleicht doch noch einen Querflötisten oder sowas, da war nie Geld dafür da und dieses
Video, das schien dann so wahnsinnig wichtig zu sein, und abgefahrene Drehorte und die ganzen Leute, die da Produktmanager und A&R waren, die wurden dann alle dahin geflogen zum Drehort, und es war irgendwie so ein Statussymbol ein bisschen. Ja, ja, diese Produktmanager, die waren teilweise auch richtige Feinde. Also da wurden so Schlachten sich geliefert, so Abnahmeschlachten. Und der Regisseur wollte es so und der Typ von der Plattenfirma wollte es aber anders. Also bei Katapult, dieser Firma, da hing dann irgendwann mal, da hing so ein Boxsack im Büro und da war dann eine Zeit lang mal so ein ausgedrucktes Foto von dem Produktmanager von BMG irgendwie drauf, also festgeklebt. So war der Stil, der da gefahren wurde. Und was ich auch ernüchternd fand, ist, was da jede Woche an Anfragen reinkam. Größtenteils irgendwelche Bands, von denen man erstens nie gehört hat und zweitens auch nie wieder hören würde, weil vollkommen klar war, dass das irgend so ein Quatsch war. Also jetzt, wo dann waren Silbermond und Juli irgendwie mal groß und dann hatte jede Band so ein damals hieß das, also MeToo-Produkt, also auch so eine Band, wo irgendeine freche Frau auf Deutsch singt und man wusste, es wird nichts. Also wahnsinnig viele Sachen, wofür dann für 40.000 Euro ein Video produziert wurde und das wurde dann bei MTV Viva eingereicht. Dann die hatten jede Woche so eine Sitzung und haben dann bei 90% der Sachen den Daumen gesenkt und dann war es das. Also mit der Karriere dieser Band und das Video ist dann auch ungesehen in den Archiven verschwunden. Ich dachte damals auch, das ist, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Wollen wir vielleicht mal eins gucken aus der Zeit? Ja, genau. So, ich habe was Schönes mitgebracht und zwar aus dem Jahre 2005. Ich würd früher anfangen. Hier, komm, Lassie Singer, das Liebe wird oft überwert. Wollen wir mal reingucken? Ja, komm mal rein. Das ist, das ja, komm, los. Das ist eins dieser 50.000 Euro Videos. Ne? 40.000 Mark. Mark. Ach, Mark. Entschuldigung. Komm, Mark. Wir spielen das jetzt von 6 und wir schauen mal kurz rein. Ja. Liebe wird oft überbewertet. Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Überflüssige Liebeslieder, falsch und schlecht und laut, tun so, als wäre das Leben auf der Sehnsuchtsbasis aufgebaut. Und das stimmt nicht, das ist ganz falsch, denn Liebe wird überbewertet. Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht. Überflüssiger Liebesfilme, Handlung unwahrscheinlich familiengerecht. Jugendliche werden so darauf konditioniert, dass das Leben nur als Paarbindung funktioniert. Also wenn ich es heute so sehe, finde ich es auch nicht ganz hübsch, muss ich sagen. Das ist auch schön mit den Kühen. Mit so. Den Kühen, ja. Ja, also das ist doch ein Applaus wert. Ich erinnere mich jetzt, es war nämlich damals so, dass das Budget da war und wir haben dann damals gedacht, wenn die schon für so ein scheiß Video so viel Geld ausgehen, dann fragen wir Freunde von uns. Das war Svenja Rossa und Deborah Chamoun, ich weiß nicht, kennt man so ein bisschen aus der Hamburger Szene. Und dann hieß es aber immer, man muss im Video sowas ganz anderes machen. Man darf auf keinen Fall den Text illustrieren. Ne? Man muss was ganz, ganz anderes machen. Und wie soll das gehen und so. Und dann weiß ich noch, dass ich doch die Idee hatte, weil ich ja vom Land komme und immer Traktor fahren musste als Kind, dass ich Traktor fahre. Und anderes nettes Ding. Aber das ist Geld, das war so unglaublich, für was Geld da war. Die U-Bahn zu sperren. Ja, Warschauer Straße wurde es gedreht.
Tiere zu mieten, die Kühe. Es waren dressierte Kühe und die eine Kuh war dann schwanger und ist nicht durch die U-Bahn-Tür durchgekommen. Ich weiß nicht, ob man es merkt, das sind so Leute, die sehen ihren Animal, ihren Tieren ähnlich. Und das war eine Agentur, da wurden Leute und Tiere gecastet, die sich ähnlich sehen. Ein unglaublicher Aufwand, aber wisst ihr was, nach 20, 25 Jahren guckt man sich es ja noch an. Vielleicht ist doch nicht alles sinnlos. Ich weiß es nicht. Was meinst du als also, Fachmann? Es ist schon das, was man damals halt so gemacht hat. Irgendwie, was soll das heißen? Also, Videoband spielt in irgendwie unplausiblen Setting und dann passieren so Sachen dazu und so schlechte Key-Effekte mit Sachen hinterm Fenster. Aber was sind schlechte Key-Effekte? Naja, wenn hinter den Fenstern der U-Bahn irgendwas... Das war sehr aufwendig ja, und alle waren unglücklich, ich erinnere mich. Es war was Neues. Aber ich finde es geil. Also... ich kann ja mal hier zum Vergleich aus meiner Zeit beim bösen Kommerz. Hier das teuerste Ding, wo ich jemals dran beteiligt war, hier Rammstein Amerika. Da war ich Regieassistent. Ich springe jetzt mal ein bisschen drin rum hier. Also. Ist wunderbar, we're all living in America. Räuch alleine dreht. Also die Band spielt auf dem Mond und die ganze Welt guckt halt an Fernsehgeräten zu. Mit wahnsinnig viel Aufwand gedreht, so NASA-Anzüge aus Hollywood. Und diese ganzen Typen, die da so zugucken, das sind zur Hälfte, sind es Archivaufnahmen, das hier zum Beispiel. Und die andere Hälfte waren halt Leute, das gehörte zu meinen Aufgaben, die alle zu finden und zu casten. Hier also Rammstein auf dem Mond. So ein Schlagzeug aus den 70ern. Archivaufnahme, die sind von uns. Und am Ende fährt die Kamera zurück. Man sieht, es ist alles nur hier, die Mondlandung ist ein Fake. Und jetzt kommt hier auch so mein großer Moment, das bin ich, der hier im Bild steht. Also mein Claim to Fame in der Musikvideogeschichte. Ich weiß nicht, wie man das findet. Kennt wahrscheinlich eh jeder dieses Video. Was ein interessanter Nebeneffekt für mich ist, war rasend interessant, also ohne Witz, diese ganzen Leute zu finden. Ich bin 3 Wochen kreuz und quer durch Berlin gezogen und habe einfach alles gesucht und gefunden. Was war das Kriterium für die Leute? Naja, man bräuchte irgendwie Maasai und so indonesisch aussehende Jungs mit kurzgeschorenen Haaren und orangefarbener Tempelkleidung. Und ein Araber und was nicht alles. Ein Sikh mit Turban. Also das und man war wirklich eine Tour durch Berliner ethnische Subkulturen. In der U-Bahn-Straße gehst du fünf Stufen runter in so einen Keller, ziehst deine Schuhe aus und bist auf einmal in so einem Tempel, der aussieht wie in Kalkutta. Also oder im Märkischen Viertel ist in so einem Einfamilienhaus ein thai-buddhistischer Tempel, wo lauter Thailänderinnen verkehren, die oft mit deutschen Männern verheiratet sind und ihre Söhne da mal auch in Osterferien 2 Wochen da im Kloster parken, wo die dann die Haare geschoren bekommen. Und oder auch... ich bin dann einfach in irgendwelche Läden rein, habe Leute angequatscht in Wedding, in irgendeinem Hinterzimmer, so ein Friseursalon, wo Afrikaner verkehren und wo dann so ein Typ sagt, ja, brauchst Frau mit 2 Kindern, lang und schlank, hier, frag mal die. Und das war wirklich, wirklich faszinierend, aber hat jetzt mit dem Thema Musikvideo nur noch am Rande zu tun. Das Einzige, was wir nicht gefunden haben, war ein Sikh, also so ein bärtiger Inder mit Turban, der raucht. Geht nicht, weil also die mit Turban und Vollbart, das sind Sikhs und deren Religion sagt, du rauchst nicht. Also die rauchen einfach nicht, Punkt, aus, Ende. Was wir da gemacht haben, wir haben tatsächlich, das ist, heutzutage darf man das ja so gar nicht mehr, wir haben geblackfaced, wir haben so einen deutschen Motorradrocker genommen und dem einfach das Gesicht braun angemalt. Das ist okay, also es hat den Zweck erfüllt. Sehr schön. Wann war denn das Rammstein-Video? 2004. Ah, siehst du, 2004. Ich habe was mitgebracht aus dem Jahr 2005. Da gab es damals, also in Indiehausen hatte man ja immer keine Budgets. Man hatte ja im Prinzip gesehen, weiß nicht, was das jetzt gekostet hat. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur so ein paar Euronen. Und dann hatte man damals die tolle Idee, dass man das Produkt aufwertet. Das ist ja hier ein CD-Produkt, wie wir alle sehen. Und dann hat man halt hier so ein, da kann man es so aufmachen. Da ist die CD drin. Und hier an der anderen Seite ist eine DVD drin. Und die DVD enthält, kannst du das mal kurz laden, vielleicht zum Parallel? Ist schon hier. Schon, also die DVD ist im Grunde genommen, ja, kann man das starten, den Player, genau. Da hat man jetzt hier so eine tolle Oberfläche. Genau, es kommt gleich so ein DVD-Menü. Dann geht es nämlich los. Das ist toller Wahnsinn. So.
Willkommen in der Welt des DVD-Menüs. Und wir haben uns dann damals gedacht, naja, zusätzlicher Kaufanreiz, das ist 2005. YouTube war noch nicht am Start in Deutschland. Man hat MTV und so weiter, gab es im Prinzip ja gar nicht mehr, beziehungsweise auch gar nicht für Indie-Bands. Und haben wir gesagt, jetzt eigenes Portal, die DVD als Beilage-Video. Und dann haben wir damals in Kooperation mit dem Label Bubak in Hamburg haben wir das produziert und da haben wir das Video drin, ist wie draußen produziert. Und da müssen wir jetzt mal, das müssen wir mal starten. Das ist am Anfang wahnsinnig öde, weil im Prinzip gesehen das ganze Budget für dieses Video geht in den letzten 30 Sekunden auf. Vorher ist es im Prinzip gesehen einfach nur Männer gehen durch eine Türe, naheliegend. Wahnsinnig schlecht erzählt, man schnallt auch nicht so genau, was da die Characters da machen. Das war leider dramaturgisch nicht ganz auserzählt, beziehungsweise, wie soll man sagen, gut konzipiert. Die Dramaturgie ist für den Arsch, aber wir gucken jetzt mal rein. Wollen wir gerne ins Ende springen? Naja, wir können vielleicht so in die Mitte springen, weil das im Prinzip laufen, also das jetzt genau, ich kommentiere das mal kurz. Also hier sehen wir eine Einladung, da wird eine Einladung verpackt. Ja, das sehen wir aber auch so. Ja, das muss man nicht kommentieren. Ne? Aber jetzt geht's los. Wohin geht die Einladung? Ne? Das ist jetzt die Frage. 2006. Es ist ein Sprung in die Zukunft. Also das Video ist 2005, aber wir erzählen schon 2006. Und jetzt ist lustig, weil das damals Bubak, das Label in Hamburg, das bezahlt. Die haben gesagt, ihr habt doch so eine 3D-Animationsfirma engagiert. Wieso sehen die Türen so scheiße aus? Und vor allen Dingen, gleich, das ist ja lustig, wieso wackeln die Türen dann so? Eine 3D-Animationsfirma beauftragt. Und dann haben wir halt diese Türen überall hingestellt. Genau. Es wird fleißig eingeladen, wie man sieht. Fleißig eingeladen zu irgendeinem Event. Man weiß ja nicht genau. Da kommt Gunther gerade, Gunther Osburg wiederum. Gerade fleißig unterwegs, trägt die Briefe aus. Das ist hier im Mauerpark, um die Ecke bei uns zu Hause. Das ist der Videomacher Sebastian Kalkmeier, der Animationsvogel. Hier nochmal ich durch die Tür, werfe auch Post ein. Nun ja, die Spannung ist schon fast auf dem Höhepunkt. Und jetzt ja, noch nicht. Angedeutet, wo es hingeht. Ramin Bijan schließt die Tür. Es war übrigens im Winter. Im Januar ist es arschkalt. Jetzt auch. Genau, jetzt. Jetzt ins Olympiastadion in Berlin. Die versammelte Mannschaft. Genau. Einlauf ins Olympiastadion. Ja, sehr schön. So. Den Riefenstahl-Einstellung. Drin ist wie draußen, nur drin wie draußen, ist wie hier, ist wie da, nur hier. So, jetzt kommt Sternzeichen Deutschland. Genau. Nehmen Sie das eventuell zurück? Wer? Das Lustige an dem Video ist, dass der Regisseur Sebastian Kalkmeier schon 2004 halt den dringenden, also er hatte den Verdacht, dass die ganze Weltmeisterschaft in Deutschland durch Korruption nur zustande kommen konnte und das war seine Art, das auszudrücken, dass das alles korrumpiert und so weiter und so fort war. Er hat ja recht behalten. Jedenfalls das Lustige war, dass die Idee damals, dass das Video als CD hier, nochmal das DVD hier rein, hatte überhaupt nicht funktioniert, weil die ganzen Plattenläden haben gedacht, wow, super, da ist ja noch eine DVD drin, dann schlagen wir halt nochmal 10 Euro obendrauf. Und dann war das halt so ein 30-Euro-Produkt und das war halt irgendwie für den Markt nicht mehr zu tragen. Insofern war das keine gute Idee. DVDs als Beilage kann ich empfehlen. Tja.
Ja, das ist die glorreiche Geschichte des Musikvideos. Was ist der Stand der Dinge heute? Das ist doch die Frage. Muss ja auch in die Zukunft gucken. Soll man überhaupt weiter Musikvideos machen oder nicht? Das ist die Frage. Also ich habe jetzt die letzten 7 Jahre diverse Musikvideos für diese ganzen netten, super sympathischen, tollen Indie-Bands gemacht, wo man nie Geld hat. Und ist ja auch egal, es ist Selbstausbeutung. Es ist wirklich tatsächlich die Freude, was Schönes zu erschaffen, wenn man sich es von der Zeit ja gerade leisten kann. Bin dann aber auch letztes Jahr an so einen Punkt geraten, wo ich dachte, ja gut, jetzt reicht es auch mal. Also wenn man nüchtern anguckt, wie viel Zeit man damit zubringt und wie viel Zeit man halt nicht mit anderen Sachen zubringt in der Zeit, habe ich dann irgendwann beschlossen, gut, ich habe jetzt eine eigene Band, das reicht jetzt mal erstmal. Also, und jetzt höre ich mal auf mit Musikvideos für andere. Diese Kunstform, in der man jedes Mal eine neue Schleife dreht, okay, wie stelle ich jetzt mit nichts irgendwas Sinnvolles her? Da kommen zwar immer wieder neue Sachen, aber irgendwann denkt man auch, ach, es wäre so schön, mal wenigstens mal alle Beteiligten bezahlen zu können. Also, dass da jeder mal irgendwie 100 Euro kriegt dafür, dass er einfach mal einen Tag hier opfert. Also das... Ja, das muss man halt, also das ist wirklich ein Problem, dass das, also die Budgets im Indie-Bereich sind halt so low. Also ich meine, wenn man halt irgendwie ein Musikvideo produzieren möchte, wo nur ja wirklich jemand, also jeder, der daran beteiligt ist, irgendwie 100 Euro verdient, dann ist man schon relativ schnell bei 2000 Euro. Und das ist im Grunde genommen so, dass man sagen kann, naja, dann muss man, was weiß ich, 500 Platten extra verkaufen, damit irgendwie sich dieses Video monetarisiert. Und wenn man sich überlegt, dass die Musiker zum Teil natürlich überhaupt keinen Cent mit dem verdienen, was sie da gemacht haben. Vielleicht braucht man es auch gar nicht mehr als Marketing-Tool, um mal das ist ja ein die Frage, Wort aus deiner Welt zu gebrauchen, ja, genau. Weil ich erinnere daran, ich habe ein Lied, das Berlin-Lied, und ich glaube, das ist das bekannteste Lied von mir, was gar nicht so arg für mich spricht. Aber das ist, ich weiß nicht, wie viel Mal, 200.000 Mal oder so angeklickt worden, und da sieht man nur das Cover. Ne? Also... Ich weiß auch nicht, man hätte damals vielleicht ein Video machen können, aber wir wussten nicht, dass es ein beliebtes Lied wird. Und ich bezweifle, dass es mir irgendwas gebracht hätte, hätten wir damals ein Video. Ihr müsst wissen, er ist mein Chef in der Plattenfirma. Ne? Und also hätten wir dann mehr Klicks gekriegt? Hätten wir die Platte mehr verkauft oder so? Ich glaube es eigentlich nicht. Ne? Und da steht halt das Cover drin und dann hören sich alle Leute das Lied an und es reicht irgendwie auch. Es gibt aber andererseits auch Bands und Musikerkarrieren, die immer noch komplett über Videos funktionieren. Also als Beispiel nur Captain Peng, der ja mit selbstgedrehten YouTube-Videos der Star geworden ist, der ist. Also. Und dann auch mit aufwendigeren Videos, die durchaus super funktioniert haben. Kennen alle das? Keine Ahnung. Es ist auch dunkel geworden. Ja. Oh Gott. Wollen wir mal kurz reingucken? Ja, wir gucken mal kurz rein. Ja, komm, als Beispiel für Low-Budget. Damit es nicht immer dieses Indie-Gejammer ist hier. Ja, genau. Alle sagen immer, wie schlimm es ist und dass keiner Geld hat. So, hier. Vielleicht, wie wäre es denn mal? Nehmen wir doch mal das hier. Das ist so aus der Frühphase, so mit gar keinem Geld einfach... Schnell mal ein Video gedreht, 2 Millionen mal geguckt mittlerweile. So kann es auch gehen. Wir stellen uns in den Keller. Und drehen da ein Video. Das ist immerhin schon aufwendige Tricktechnik. Dreimal derselbe Typ im Bild. Etwas möchte beginnen, etwas möchte von außen nach innen, etwas möchte von innen nach außen. Etwas will sich mit etwas noch tauschen, denn... Etwas ist erwacht, etwas hat jetzt lang genug im Dunkeln verbracht, etwas hier drin will zerspringen und zerfetzen, etwas steht jetzt auf und wird sich nie widersetzen, denn etwas will jetzt fließen, durchbricht jede Schicht und zu sprießen, beginnt zu singen und zückt seine Klingen, um die Wüsten dieser Welt wieder zum Blühen zu bringen, doch etwas traut sich nicht, verstrickt und versteckt sich, etwas nimmt sich nicht, erschreckt und entdeckt sich, etwas ist und wird immer sein, etwas bricht jetzt aus und etwas gliedert sich ein, etwas verteilt alle, etwas in viele kleine Teile, etwas Ruhe, Ausbruch, etwas Ruhe, Verweile, etwas will hassen und zerstören und sich rächen und die Klossen aller Blumen mit dem Krummsäbel aufbrechen, etwas will nehmen und etwas möchte geben, etwas will töten und etwas möchte leben, etwas will die ganze Welt aus ihren Angeln heben, will das alles nehmen und drehen und jedem etwas seinen Mangel nehmen, alles um sich rum wie ein Fisch von der Angel nehmen. Ja, also kann man sagen, was, glaube ich, immer funktioniert, ist Charisma. Man könnte es auch Genie nennen. Also Robert Gwisdek, der hat eine einzigartige Präsenz und das hat für ihn sehr gut funktioniert. Und dann haben die auch größere Videos gemacht. Kann man auch mal kurz reingucken.
der Anfang ist nah. Das war unglaublich aufwendig, dann haben wir 4 Tage lang dran gedreht und ist auch wirklich schön geworden. Also professionellster Respekt von mir für das, was jetzt hier gleich passiert. Ich spiele es auch nochmal an. Ganz angucken kann es dann jeder zu Hause. Erscheinungen, Menschen, Tiere, Meinungen, Gefühle, Fraktale, Zikaden, Mutanten, Schamanen, Fackelträger, Geistreisende und Mikroenzyklopen jagende Weichorganismen. Es ist an der Zeit, einen Kreis zu bilden. Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Individuum, hallo Gemeinde, hallo Wölfe und hallo Schweine, hallo Fink, hallo Star, hallo Meise, hallo Bäume und hallo Fluss, hallo Hypophyse, Hypothalamus, hallo Dunkelheit und hallo Licht. Hallo du, hallo er, hallo ich, hallo Luft. Hallo alle Dinge mit Streifen, hallo alle Dinge, die sich als andere Dinge verkleiden. Alle Dinge, die fühlen, alle die denken, alle die schreiben, alle die fühlen, lenken, schweben, leiden. Und alle Dinge, die schweigen, alle Dinge, die schreien und andere Dinge zerfleischen. Hallo alle, die sich vor den anderen Dingen verneigen, hallo Dinge, die gleiten und andere Dinge zerreißen. Andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten, hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind, alle die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind. Hallo Moleküle und hallo Quanten, alles was es gibt, ruf ich auf, um hier zu tanzen. Hallo Kugelblitze und hallo. Soweit mal dazu. Genau, aber jetzt so mal, kann's gehen, aber jetzt ne? mal eine Frage. Ja. Weil ich hier glaube ja zum Beispiel, dass bei diesen Sachen, die bei YouTube jetzt, also gerade im Hip-Hop oder im Hip-Hop-verwandten Segment, gar nicht die Videos geguckt werden, sondern es wird einfach als der YouTube läuft einfach als Player. Also als natürlich. Und die Frage ist halt, wie oft das, also wie oft kann man sich das halt angucken oder wie oft hat man das Bedürfnis, sich das anzugucken, weißt du? Also das ist das Momentum sozusagen, wie oft hat man Lust dazu? Christiane, wie jetzt schon gelangweilt noch einmal. Nein, ich bin ja Anti. Ich 25 Anti, Jahre später findest du es wieder gut. Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht so interessant. Aber jetzt findest du es musikalisch interessant? Ich finde es nicht musikalisch interessant. Ich finde es so vielleicht textlich so ein bisschen interessant, dass man so Hallo und dann Moleküle und das ist jetzt sprachlich nicht schlecht oder so, ja. Aber es flasht mich nicht. Gut, es flasht genug andere Leute. Wir können jetzt hier rumgeschmäcklern. Ich frage mich ja, also ich habe mich nur gefragt, wie oft guckt man sich sozusagen ein Video an? Also idealerweise, finde ich, muss man es beim Gestalten muss man es so akribisch toll machen, dass man denkt, das kann jetzt 5-mal geguckt werden, weil man jedes Mal was Neues entdeckt. Also aber ich glaube, das ist der Anspruch. Aber ich glaube, der Anspruch heute muss halt sein, dass die Leute, die es sehen, das Gefühl haben, also beziehungsweise das Bedürfnis haben, es mit anderen Leuten zu teilen. Also im Sinne von, hast du das Video schon gesehen? Das ist total super. Ne? Der große Mythos viral. Der Viralität, ne? Ja. Genau. Das ist ja auch ein Mythos, weil man im Grunde genommen weil heute ja alle so voll gespammt sind in ihren Timelines, in den wie auch immer Medien, dass man sich die Sachen auch gar nicht mehr anguckt. Wenn man nämlich zum Beispiel, das ist das Frustrierendste, was man wirklich als Musiklabelmann machen kann, wenn man auf seinem YouTube-Kanal die Analyse sich anschaut, wie lange gucken die Leute diese Videos an? Und das ist wirklich ultra frustrierend, weil es sind wirklich, also die 30 Sekunden werden in den seltensten Fällen überschritten. Also das ist leider so. Das ist aber, das Lustige ist aber, bei 30 Sekunden ist es aber als ein View sozusagen registriert. Also es ist ein gegucktes, statistisch ist es geguckt worden sozusagen. Aber die 30 Sekunden überschreitet man fast nie. Das finde ich halt auch, das ist eine also es ist auf jeden Fall für alle Beteiligten traurig. Für die kurze Aufmerksamkeitsspanne des Zuschauers, aber auch für den Künstler, der sich sein Bestes gibt. Und dann kann man sich natürlich fragen, macht man dann nicht gleich einfach nur so Instagram-Story-like irgendwie so 30 Sekunden Werbeclips? Weißt du, was ich meine? Also um dann die Leute sozusagen zum Song zu führen. Ich glaube, das ist falsch gedacht. Es geht einem ja überhaupt nur um die Leute, die es ganz gucken. Das sind ja immer nur wenige. Also ich glaube, die Musikbranche, habe ich mal irgendwo gelesen, lebte schon immer von den 8% Intensivkäufern, die ganz viele Platten kaufen. Und ich glaube, dass
ich glaube, da muss man auch optimistisch sein und sagen, völlig egal, wenn 80 Millionen Deutsche das nur jeweils zu eine Mikrosekunde lang gucken. Was mich interessiert, sind Leute, die es interessiert. Und dass man die irgendwie erwischt. Also die Kunst ist ja immer dazu da, irgendwie eine Gemeinsamkeit herzustellen zwischen Produktion, Produzent, Konsument und einem gedachten Dritten. Und wenn man nicht zumindest in Gedanken darauf zählt, dass irgendjemand da draußen ist, der das liebt und dem das genauso viel bedeutet wie einem selber, dann macht man tatsächlich besser irgendwie, ich weiß nicht, ich gehe mal in die Baubranche, die boomt gerade. Aber ich glaube so ganz ökonomisch, so Angebot und Nachfrage. Nee, aber es ist ja, man hat ja ein Finanzierungsproblem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Christiane sage, du Christiane, jetzt haben wir das Best-of-Album von Britta, was jetzt bald erscheint. Wir haben uns überlegt, wir müssen unbedingt noch ein neues Video drehen. Und wir würden da gerne 5.000 Euro dafür ausgeben. Und diese 5.000, also jetzt als Beispiel. Und die 5.000 Euro müsste, also nach so klassischen Indie-Deals, gehen dann sozusagen 50% werden dem Künstler in Rechnung, also der Künstlerin in diesem Fall, in Rechnung gestellt. Würde ich sofort sagen, nee. Ja, genau. Ja. Weißt du? Ja. Es kommt nie wieder rein. Ich hasse Videodrehs. Ich finde es unnötig. Das ist für mich eine große Belastung. Ich sehe nicht, halte nicht gerne mein Gesicht. Also ich trete gerne auf. Ja? Ich stehe gerne auf der Bühne und ich kommuniziere gerne mit Leuten, aber Video fühle ich mich eh unwohl. Und dann stellst du das in Rechnung. Es kommt nie mehr. Also es ist einfach total sinnlos. Jetzt würde ich von dir gerne mal so sein in der Gegenposition. Wie würdest du denn jetzt Christiane davon überzeugen wollen, dass es, also ja, gar nicht. Also 5.000 Euro sehe ich überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich würde sagen, gut, wenn da ein Video her soll, dann machen wir es erstens billig und zweitens finden wir eine schöne, kreative Art, ein Video zu machen, in dem sie halt nicht belästigt wird mit irgendwie auftauchen müssen und so weiter, sondern wo halt der Song ein Video hat, was dem Song gerecht wird und wo man vielleicht sogar eine schlaue Art hat, dass die Künstlerin auftritt, aber eben halt in Abwesenheit, indem man irgendwie ein Plakat mit ihrem Gesicht durch die Gegend trägt, wo drauf steht, Christiane Rösinger hasst Musikvideos. Also ich finde, immer das Problem zur Lösung machen ist eigentlich eine der fruchtbarsten künstlerischen Strategien. Ja. Kann einem allerdings auch irgendwie, aber egal, ja. Manchmal ist es ja doch gut, also manchmal zum Beispiel, ich glaube, mein letztes Video, das heißt Eigentumswohnung, und da hatte ich die Idee, dass einfach eine Schauspielerin mich spielt. Ich komme dann auch drin vor, aber es ist dann egal. Und was daran ist, dass das Gute ist, dass es schon teilweise so nachgefragt wird, zum Beispiel, weil es jetzt auch viele Mieterinitiativen gibt, ne? Also in Kreuzberg, wo ich wohne, Bisim Kiez und Korti e.V. und so. Und das dann schon mal, und dass die Leute auch irgendwie Sachen rausbringen und Webseiten basteln und so. Und dann wird man halt gefragt, wenn man so ein Video zu dem Thema hat, ob die das nehmen dürfen, ja natürlich und so. Das ist dann so eine Art von Vernetzung, die dann möglich ist. Und das finde ich jetzt zum Beispiel, das ist was Positives dran. Ja, dass man dann einfach dieses Medium hat und dann kann man sagen, ja klar, könnt ihr das in euren Mieterdokumentationen machen und so. Dafür hat es sich schon gelohnt. Ja dann, also wenn es politisch wirksam ist, dann kann man sowieso nichts mehr gegen vielleicht sagen. Vielleicht ist es. Who knows? Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Präsenz des Künstlers, der Künstlerin im Video. Komischerweise halte ich das für ganz schön wichtig, weil gerade in Zeiten, wo man auf YouTube 1000 Videos findet, die irgendjemand irgendwie irgendwo zu einem Song gemacht hat, finde ich, hat das eine gewisse Aura, wenn man den Musiker tatsächlich da sieht und auch spielen sieht. Das geht so weit, dass ich irgendwie finde, das gute alte Performance-Video, wo man einfach nur die Band irgendwo hinstellt, was eigentlich so dermaßen 90s und out ist, das muss auch mal wieder gemacht werden. Also das ist mir dann auch interessant auf die Füße gefallen. Und zwar mit dem letzten Video, was ich für die Band Cat Car gemacht habe. Ich spiele das jetzt mal an. Fällt mir nämlich gerade so ein. Mein Gott, wie hieß der Song nochmal? Ankunftshalle hier. Ich weiß noch, die haben sich darauf eingelassen, aber haben es am Ende gehasst. Ich nickte, wir sollen.
Was sagst du, Christiane? Zu der Band, zu dem Video? Zu dem ganzen. 5 oder 4 Typen mittleren Alters oder älter, die irgendwie damit haben deutsche sie auch Rock, keine Lust drauf, würde ich sofort wegmachen. Wie? Wenn sie 15 wären oder 13 oder halt 80. Nee, ich muss sagen, das interessiert mich nicht mehr. Ich weiß, also da würde ich schon abschalten. Weißt du, das interessiert mich nicht. Aber die Frage nach jetzt. Und also es ist visuell bestimmt schön. Ist da nicht so eine Halb-Dingsbumsfahrt oder sowas dabei? Es ist ja auch interessant oder so, aber weißt du was, mich nervt ja auch der Inhalt. Ich habe echt keine Lust mehr, 4, 5 Typen da performen sehen und hört schon auf, weißt du? Geil, ja. Schalte ich schon ab. Genau das war der Ansatz. Ich dachte, das habe ich seit den 90ern nicht mehr gesehen, das kann man jetzt mal wieder machen. Das hat man sehr oft gesehen, in den 80ern, in den 80ern, 90ern war das in den Nullern so. Und in den Zehnern. In den Nullern schon, auch noch, genau. Ja, aber aber in den 80s auch, oder? Also wen? In den 80ern hat man auch Band. Da gab es ja noch nicht so viele Videos. Da gab es nicht so viele Videos. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Nein, ja. Das hat jetzt nicht mit dem Video zu tun, das ist einfach. Ich dachte also. Das ist das Genre, was als es damit losging, dieses Video zu machen, dachte ich mir, okay, ich fange jetzt nicht im Konzept schon an, der Band ihre Identität vorzuwerfen, dass es halt Typen sind und ihr Alter sollte man Leuten sowieso nicht vorwerfen. Nee, nur wenn sie ganz so alt sind wie ich, dann ist wieder okay. Ja, ja. Vorher ist blöd. Aber okay. Sind die nicht im gleichen Alter, die Kinder? Nee, ich glaube, die sind jünger. Ja? Die sind ja so junge Familien. Ja, das sind so junge Typen, ja. Genau. Egal, die können es nur falsch machen, ist mir ja bewusst, ist ja klar, ja, ist ja auch scheiße. Ich dachte mir irgendwie, es ist gerade weil das irgendwie so out und doof ist, ein Performance wieder auf so einem Dach zu machen, machen wir jetzt mal genau das. Genau deswegen. Einfach mal, was jetzt hier die Poppolizei so richtig scheiße findet, das machen wir jetzt mal. Ich bin nicht die Poppolizei, das mit dem Dach. Wir sind ist alle so ein bisschen die Poppolizei. Ich will jetzt auch mal ausreden, Frau Rösinger. Ja, also ja, bitte. Hast du jetzt immer, also, ja. Reden Sie aus. Ja, es ist mir ja es endet ja eben in der Niederlage für mich. Also insofern. Hieß es dann nämlich von Seiten der Band, um es kurz zu machen, also Ansatz war, okay, mit Scheißlook, mit dem Handy gefilmt, die packen da alle hin und dann gehen wir bewusst in diese inszenierte Ebene, die sich damals ja auch gleich als solche offenbart, egal. Dann sagte die Band am Ende, ja, wir sehen irgendwie den Inhalt des Songs da nicht und sorry, wir müssen jetzt irgendwie nur eine Erzählebene nachdrehen, die halt irgendwie den Text so richtig 1:1 bebildert und dann gibt es dann die offizielle Version der Band, wo sie halt irgendwie Eis essen am Flughafen, wo ich dann gesagt habe, Leute, ach, weißt du was, ich mag euch zu gerne, um jetzt hier ein Fass aufzumachen, macht doch, was ihr wollt, aber nee, ich stelle meine Version ins Netz und dann ist was. Das war jetzt der Director's Cut sozusagen. Ja, das ist der Director's Cut. Aber können wir, ich möchte gerne irgendwie als nächstes Video mal kurz reinschauen, eines meiner liebsten Videos aus meiner langjährigen Startsagt-Label-Videobegleiterphase, und zwar das Video Libertation von der Gruppe Japanik. Oh, bitte. Ja, Das Schöne daran ist, es ist wirklich ein Unfall. Also die Gruppe Japanik hat auch ein Video gedreht und das hat ewig lang gedauert. Da war dann irgendwie freitags für die Veröffentlichung und dann wurde da so ein Video gedreht. Es ging um Folter und Gewalt und ich weiß nicht, es war sehr, sehr schwer inszeniert. Und dann hat man dann nachts irgendwann endlich diesen Schnitt des Videos bekommen und es war große Verzweiflung. Die Band hat gesagt, dieses Video werden wir nie veröffentlichen. Dann war aber das ganze Videobudget schon verschossen und aus dem Mut der Verzweiflung heraus hat sich die Gruppe Japanik dann selbst inszeniert. Und da gucken wir jetzt kurz mal rein, Libertation von der Gruppe Japanik. Ja, wenn wir es finden. Ja, das ist das Einzige, was ich hier nicht auf der Platte habe. Ja, aber es ist so das Video. Also ist es auf eurem Label-Stream irgendwo drauf oder so? Nee, das ist... Da ist es, da runterscrollen, noch einmal runterscrollen. Nein, runterscrollen, noch ein bisschen weiter runter. Ja, weiter. Da gleich kommt es, da war es doch gerade schon. Da, Libertation Ach hier, Official. Ja, da haben wir es ja. Da schauen wir noch mal kurz rein. Immerhin schon 182.000. Immerhin. Ich wünsch mich dahin zurück, wo es nach vorne geht. Ich habe auf Back to the Future die Uhr gedreht. Space. Ist the place, der die Flüchtigen liebt. Ganz wie jeder Anfang in Trümmern liegt. Not sans papier, but sans batterie. Um uns die Welt in uns Galaxie. Wo wir stehen, könnte mal alles sein. Und wenn ich alles sag, ist klar, dass ich nur eines mal. One world. One love, libertation. Oh,
wir nicht sind, wollen wir nicht hin. Ein Satz, der sich von selber singt, auf dass man eines nicht vergisst. Dieses Land hier ist es nicht. Fresh fruits in unknown places. One world, one love, no nation. Der ja. Chef winkt sehr ab. Gutes Video. Eine sehr gute Band. Warum ist es jetzt von der nicht vom Filmischen her, sondern von der Präsentation besser? Ja, weil es halt ironisch mit Körperbildern umgeht, weil es total trashig ist, weil es lustig ist. Hätte ich jetzt aber ich glaube, jetzt war diese 90 Sekunden, wären es jetzt bei mir auch gewesen. Ich glaube, jetzt irgendwann die Hoffnung, dass es noch auf die nächste Ebene springt oder gedanklich mir noch mehr zu bieten hat, habe ich jetzt gerade so ein bisschen verloren. Also ich hätte es nicht ganz geguckt, muss ich jetzt mal leider sagen. Jetzt muss ich hier mal die schlechte Laune-Tante spielen und sagen, nee, sorry, also so toll finde ich es auch wieder nicht. Es ist, also ich finde, es ist auch in deutschen Indie-Kreisen macht man sich oft zu leicht mit, hey, wir machen irgendwie total völligen Scheiß und geben uns überhaupt gar keine Mühe und es ist geil, weil wir irgendwie Körperbilder in Frage stellen und politisch an der richtigen Stelle stehen und irgendwie eine scheiß Ästhetik haben. Nee, das reicht nicht. Also kann man machen, aber da wird keiner satt von. Also da finde ich ein bisschen mehr sich Mühe geben und auch dann natürlich, wenn man irgendwas versucht in die Welt zu setzen und unironisch zu sagen, finde ich gut, macht man sich natürlich immer angreifbar. Es ist viel einfacher, immer sich in die ironische Ecke zu stellen und zu sagen, ich finde es ja selber scheiße, aber das ist feige. Also ich finde es eigentlich, entschuldige, habe ich dich unterbrochen? Nö. Ich finde es eigentlich nicht feige, ich finde es eigentlich direkt mutig, sich so nackert, ohne perfekten Körper dabei zu haben, in die Badewanne zu setzen. Und wie gesagt, wir haben ja die Vorgeschichte gehört. Genau, ne? man muss die Vorgeschichte wissen. Es ist, die hatten ja, klar, ein Budget ist geil. Und es ist alles also. Schief gelaufen. Und, genau. So, und dafür, ich finde es einfach irgendwie sehr witzig, aber es ist auch ein gutes Lied. Das kommt ja auch mit dazu. Das, ich finde es so mittelwitzig. Das Lied ist also, gut. Das ja? Ich, nämlich, das ich nämlich bin ab. Halt kein Fan von Ketka und vielleicht bin ich da auch wegen... Ich übrigens ich, auch nicht. Vielleicht habe ich dich vorher ungerecht behandelt, wenn es so ist. Ich bin kein Fan von dem Lied und deswegen... finde ich dann das Video auch nicht gut. Es spielt halt alles so mit rein, weißt du? Das Video das kann ist man vielleicht ja auch, total super. Kann man ja leider nicht trennen. Also nee. Ja. Man muss ja, also ja, das ist immer die Frage, ich mach Videos auch nur, wenn ich die Musik mindestens okay finde und die Leute sehr okay finde. Also Leute, die ich super toll finde und die Musik machen, die ich so okay finde, mache ich gerne ein Video für. Umgekehrt auch, aber irgendwie, wenn ich beides nur so mittel, dann nein. Und mittlerweile jetzt nach dieser Ketka-Erfahrung sowieso nicht mehr Videos für andere Bands, ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Generell die Frage an dich jetzt als Videomacher. Kann ein Musikvideo einen Song aufwerten? Ja, auf alle Fälle. Ja? Ich glaube schon. Also es gibt Videos, die total toll sind, wo ich dann denke, ohne das Video hätte ich den Song vielleicht gar nicht wahrgenommen. Aber kann ein Video aus einem quasi Schrottsong auch einen Hit machen? Weiß ich nicht. Also ich denke, ja, müsste ich jetzt mal konkret mir ein Beispiel einfallen lassen, aber ich glaube, es gibt bei diesen großen klassischen Sachen aus den 90ern von Spike Jonze und Michel Gondry gibt es, glaube ich, genügend Dinge, die mir irgendwie nie aufgefallen wären oder die ich auch musikalisch jetzt nicht so unglaublich flashig finde, wo einfach die Videos aber den Song unvergesslich machen. Also das sind natürlich auch alles sowieso schon Hits, aber man muss ja auch nicht, das ist ja auch persönlicher Geschmack, man muss ja auch nicht alles, was ein Hit ist, deswegen auch toll finden. Also es ist immer schwierig, bei den eigenen Sachen rumzuwühlen. Aber ich meine, die Videos, die ich selber gemacht habe, die liebe ich auch wie meine Kinder. Da finde ich jetzt auch die Songs nicht immer so toll, aber da stelle ich mir jetzt auch nicht hin und sage, ich finde den ist ein bisschen doof. Also, aber ja, ich glaube daran, dass das so sein kann. Ich glaube, da hat jeder vielleicht auch irgendwie so ein Beispiel im Kopf. Für ein ja. okayer Song, aber geiles Video. Generell die Frage nochmal, wir müssen ja jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn wir uns hier eingangs die Frage gestellt haben, ob jetzt dann halt ne, und so weiter, das Ende des Musikvideos. Wir sind ja heute wir leben ja in einer Zeit, in der sich im Prinzip gesehen jeder audiovisuell selbst inszenieren kann. Über den Selfie-Mode kann man sich bei Instagram und so weiter hervorragend selbst inszenieren. Braucht es dann tatsächlich noch Musikvideos? Das ist ja das ist vielleicht eine Frage, die wir uns jetzt nochmal stellen sollten. Streaming-Listen bei eingängigen Streaming-Portalen wie Spotify und so weiter sind im Prinzip gesehen
auf dem Vormarsch, die diktieren den Leuten, was sie hören wollen oder sollen. Die werden gehört wie Radios, da braucht man irgendwie keine visuelle Ebene mehr. Und jetzt, wo YouTube auch YouTube Music gelauncht hat, man eben nicht mehr YouTube Videos anklicken muss, um die Musik zu hören, sondern man hat die Songs da auch, wie in einem anderen Streamingportal auch. Also die Frage ist, ich meine, du musst dir keine Sorgen um das Musikvideo machen, jetzt für dich persönlich, weil du machst eh keine mehr für andere Leute, machst die vielleicht dann für dich selbst und sonst machst du Spielfilme. Aber wie sehen wir das denn in, sagen wir jetzt mal, einen kleinen Ausblick in 10 Jahren? Musikvideos in 10 Jahren. Uiuiui. Puh. Ich finde es ja lustig, dass man jetzt mittlerweile schon eigentlich, wenn man sagt, Musikvideo wird es immer geben, dann ist man eigentlich schon in einer konservativen Ecke. Das ist so, also vor 20 Jahren war also Musik, überall wurde verkündet, das ist so die Zukunft, diese schnellen Schnitte und MTV, da geht die Filmkunst hin, das ist hier so dermaßen krass, das ist so absolut now und die Zukunft wird so krass so sein und Wahnsinn, ey, wir sind so dermaßen hier am Puls der Zeit. Und heutzutage aber es hat ja auch den Filmschnitt beeinflusst, oder? Also ja, Filme sind schneller geworden und Musikvideoregisseure, ein paar haben so eine Karriere gemacht, aber eigentlich insgesamt, wenn man das Kino anguckt, ist das Musikvideo relativ spurlos dran vorbeigegangen. Also es gibt immer so einen Zweig des Kinos, der so clipmäßig flashig ist, aber so richtig als Ganzes. Filme sind insgesamt ein bisschen schneller geworden, aber das war eher so parallele Entwicklung. Wie auch immer. Und jetzt auf einmal ist es 20 Jahre später Musikvideo schon so eine aussterbende Kunst. Und wenn man sagt, ich glaube, das wird es immer geben, so wie die Vinylschallplatte und das Bier, ist man schon konservativ. Insofern, ich bin dann auch ganz gerne konservativ und sage, ja, man macht es bestimmt auch immer nur für wenige Leute, so wie man Kunst und Musik und alles ja letzten Endes irgendwie für wenige Leute macht. Und ich glaube, die Frage, warum macht man es oder soll man Musikvideo machen, die ist ungefähr so, die wirtschaftlich wahrscheinlich nein, aber künstlerisch, inhaltlich ist es genau wie die Frage, soll man Musik machen? Kann man ja einfach die Texte auch so vortragen. Also, wozu brauchst du denn, wieso muss ich jetzt da, wenn ich ein Gedicht geschrieben habe, kann ich auch was so vorlesen, muss ich dann diese Gitarre dazu spielen, wozu denn, das braucht doch kein Mensch, also bitte. Oder wenn ich was zu sagen habe, ich muss ja nicht, einfach kann ich Mitteilung ja so mitteilen, muss ja nicht reimen oder so ein Gedicht draus machen. Ich kann einfach so sagen, was ich denke. Also letzten Endes ist alles völlig überflüssig. Und davon ausgehend. Aber es könnte ja sein, dass es halt einfach nur es gab halt sozusagen die Epoche des Musikvideos, das war, wir erinnern uns an MTV, als sozusagen internationale Medium, was Hits gemacht hat, und zwar auf dem Weltmarkt. Ja, ja. Das war geil. Ja, ja, aber ich meine, darin hat man ja investiert, man brauchte ja das Video. Ja. Und jetzt ist halt einfach jetzt für mich persönlich, als was würdest du mir als Plattenfirmen-Fuzzi raten? Also ich meine, es ist wirklich, man muss ja auch sagen, dass es im Prinzip gesehen früher ja so war, dass man, wenn man sein Video platzieren konnte, bei wenigstens Viva 2, war das ja im Prinzip gesehen eine gute Chance, um wenigstens, ich sage jetzt mal, 5000 Platten zu verkaufen, wenn da was in Hot Rotation lief. Heutzutage ist es ja so, dass das Video bei YouTube wegen meiner auch, keine Ahnung, 1 Million Klicks generieren kann, aber deswegen verkauft man ja keine. Also die Frage ist ja auch natürlich, wo das Geld herkommen soll, ne? Ja, ja. Also ich kann allen Leuten nur wohlmeinend abraten und sagen, lass es bleiben. Und ansonsten mach weiter wie bisher. Also das ist, werden sich immer, glaube ich, Leute finden, die da einfach wirklich tatsächlich die Freude haben, was Schönes zu erschaffen und die das irgendwie auch, ihren Sinn darin finden. Musikvideo bringt Leute zusammen, auch merke ich ja immer wieder, man findet dann immer wieder Leute, die Bock haben, einen Tag da mal irgendwie für Umme mitzumachen. Und ich mache auch aus reiner Begeisterung, mache ich mit einem Freund zusammen seit 2011 im Ballhaus Ost ungefähr einmal im Jahr so ein Ding namens Musikvideoabend, wo wir einfach Musikvideos an die große Leinwand werfen. Aus dem Gefühl heraus, es ist halt leider immer nur noch auf YouTube und eigentlich wollten wir nur mal unsere eigenen Sachen an die Wand werfen. Das wurde ein bisschen größer und wir zeigen einfach Videos von Leuten, die wir kennen, Leuten, die wir mögen und Sachen, Leuten, die wir nicht kennen, aber toll finden und holen die Musiker dazu und die spielen ein bisschen was und die, das ist immer so ein großes familienartiges Fest und ich habe da wahnsinnig viele Leute kennengelernt, Musik kennengelernt, wiederum auch Desiree kennengelernt, mit der ich jetzt wiederum eine Band gegründet habe und das hat sich für mich persönlich extrem ausgezahlt und so wie Kunst ja generell in all ihren Teilen eigentlich sinnlos ist und manchmal ist es ein Geschäft und meistens nicht, ist es trotzdem irgendwie der Überschuss an Aufwand und das, was man an persönlichen, nicht bezifferbaren Sachen daraus hat, macht es dann doch irgendwie sinnvoll. Also Businessplan, dafür bin ich nicht zuständig. Also geschäftlich würde ich sagen, lass es bleiben. Künstlerisch, menschlich, weitermachen wie bisher, ja, oder? Ja, da ich ja kein visueller Mensch bin, stellt sich die Frage nicht. Das kann man sich auch bei der Musik stellen, ja.
Musik machen bringt nichts und so. Ich werde es trotzdem immer machen, weißt du? Ist mir auch, weil es mir ja auch egal, weil ich es halt, das ist, hat vielleicht die gleiche Rolle wie bei dir das Video. Das macht man dann halt, weil man es machen will oder weil man es machen muss und dann ist es egal. Ja. Also von daher ist die Diskussion zwischen uns beiden so ein bisschen müßig, ne? Wollen wir auf dieser unfassbar positiven Note. Genau, wir machen jetzt einfach, wir zeigen uns auch dann, ne? Eine Weltpremiere hier. Ach so, ja, stimmt. Oder? Das wolltest du doch noch zum Abschluss? Ja, genau, das können wir machen. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal Rock'n'Roll. Gerade heute fertig geworden. Genau, das zum ersten Mal. Wir können auch gleich alle zu Nini Cherry rüber. Von meiner eigenen Band hier, die auf dem Label Staatsakt ist, nicht von ungefähr. Wir haben heute ein Video fertig gemacht und das ist hier noch in einer schlechten Auflösung und vorab und so, aber das würde jetzt zum ersten Mal gezeigt werden und das wäre dann das Letzte, was wir heute tun. Genau. Dann lass ich das mal laufen. Komm, los. Deine Schuhe sind kaputt und deine Hose ist zerrissen und dein Konto überzogen und dein Kleidungsstil beschissen. Deine Wohnung ist eine strahlende Atommülldeponie und unter deinem Bett wohnt eine Madenkolonie. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Du stehst schwankend vor mir mit glasigem Blick und du sagst, ich hab's getan und es gibt jetzt kein Zurück. Ich hab Kokain und Speed und LSD genommen, ist mir einfach so von selber in den Sinn gekommen. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Du schläfst mit Männern und Frauen und Krokodilen und Pferden. Ich steh einfach so daneben und ich frag, was soll das werden? Und du sagst, es ist doch egal, leg dich dazu und sei dabei. Tut zwar irgendwie weh, aber macht irgendwie auch high. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Trinkst eine Flasche Schnaps und brauchst eine Stange Zigaretten und fällst kotzend ins Koma und du bist nicht mehr zu retten. Und dann fahr ich dich ins Krankenhaus und du bist klinisch tot. Dann wachst du auf und sagst, ich will hier raus, du Idiot. Und ich frag dich, fühlst du dich so wohl? Und du sagst Rock'n'Roll. Und seit heute hab ich mir an dir ein Beispiel genommen. Ich bin endlich auf dem Mund und bei mir selber angekommen. Kann die Sau noch nicht mal rauslassen, die ist schon viel zu fett. Also bleib ich hier die nächsten 20 Jahre im Bett. Und du fragst mich, fühlst du dich so wohl? Und ich sag Rock'n'Roll. Danke. Vielen Dank, Christian Rösinger. Vielen Dank, Dietrich Bürgemann. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass noch ein paar Leute da waren. Und jetzt zu Nene Cherry. Genau. Ja. Danke sehr.